Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was ich machen muss, aber ich... Ja, ich schieb den erstmal... Ach, hier hinten ist noch irgendwas. Hole ich mir da gerade mal. Ja, außerdem merke ich gerade, ich habe keine Luftanzeige. Warum habe ich keine Luftanzeige? Ist das irgendwie jetzt ein Spezialanzug oder... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich ihn ver... Okay. Ich weiß leider nicht, wie ich den verladen muss. Oder muss ich ihn jetzt einfach... Wo muss ich ihn jetzt hinführen? Okay, ich muss dann irgendwie da... Keine Ahnung. Probieren einfach mal da... Na? Hä? Da rein oder was? Muss ich zwei von denen reinladen oder so? Keine Ahnung. Okay, ich muss da vorne irgendwo noch hin. Oder muss ich zwei von denen laden? Dass es zwei Apparate sind. Gucken wir da gerade mal. Nee, hier ist nur einer. Hm. Okay, wir müssen da. Hä? Dann müssen wir dem... Ach so, wir sind in der falschen Andockstation. Ja, das ist natürlich schlau. Okay, dann machen wir das wieder zurück. Holen die wieder hier raus. Warum geht das nicht? Gehen wir es halt mal so. Ja, so geht's. So, probieren wir den jetzt mal hier rauszuziehen. Ja, okay. Geht. Ja, weil das kann natürlich nicht gehen, ist klar, weil das Schiff ist ja woanders da platziert. Ist ja logisch, dass das dann nicht geht. So, dann müssen wir, glaube ich... Oh, da kommen Viecher. Gleich im Flug fertig gemacht. So, mach's gut. Achso, dann habe ich den schon... Ne, ich muss den, glaube ich, noch weiter drehen. Ja, jetzt passt es. Achso, okay, diese gelben Teile, die heißen, in welche Richtung die offen... in welche Richtung die zu sind. Jetzt komme ich in die nächste Viecher. Ich weiß, ich könnte jetzt eine kleinere Waffe nehmen, ich will aber jetzt gerade nicht. So, wo ist jetzt das Credits hin? Schon aufgesammelt? Ne, hier hängt es noch. Gut, dann einmal hier rein. Noch weiter? Oder wie? Okay. Okay, Aufgabe erfüllt. Sehr schön. Okay, in Position. Wir haben immer noch Probleme mit dieser verdammten Verladensteuerung. Isaac, stellen Sie die Schwerkraft wieder her. Ich sollte dann den Marker verladen können. Okay. Was war das jetzt? Keine Ahnung, was ich jetzt gerade abgeschossen habe. Keine Ahnung. What the fuck ist das? Irgendeine Bombe oder sowas? Hm, keine Ahnung. Na. Hallo, was ist denn hier los? Warum komme ich jetzt hier nicht rüber? Nein! Nimm als Energie und ach, verdammt. Ja, das ist mal ein bisschen schwierig. So, dann machen wir das wieder. 782 wird geladen. Okay. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Mhm. Okay. Müssen wir jetzt lang? Hier durch, okay. Da ein bisschen hinten lang. Ich habe gerade noch die Linie gesehen. Gucken wir dann mal, wo wir jetzt lang müssen. Okay, wir müssen in die Mitte durch. Alles klar, dann machen wir das nochmal. Ah ja. Hier drüben. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen es jetzt tun. What the... Warte, Amelia.
stehen. Warte. Ja. Ich hab gerade gedacht, ich werde jetzt hier umgebracht. Ja. Sorry, Isaac. Aber damit konnte ich ihn nicht davonkommen lassen. Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Baylor geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was Kain nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Einem richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie buddelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach IG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kain hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Scheiße, ich bin's, Nicole. Du musst mir helfen. Uns helfen. Sofort. Ich bin im Flugkontrollraum. Bitte, Isaac, beeil dich. Bitte. Ich liebe dich. Ja. Dann heißt es auf gut Deutsch, die Frau hat uns einfach nur verarscht. Und hat sich die Magie geschnappt und sich abgehauen. Ja, toll. Finde ich ja wieder mal sehr prickelnd. Ne, ich will das Thema eigentlich gar nicht anschneiden. Es gibt ein Thema, obwohl, ich schneide es mal ganz kurz an. Also die meisten Leute sind nun mal nicht vertrauenswürdig. Und den kann man auch einfach nicht vertrauen. Es geht einfach nicht. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Den Rest könnt ihr euch denken. Jo, was haben wir hier? Plasma-Energie? Okay, dann nehmen wir mal die kleine. Plasma-Energie. Ja, da ist schon wieder... Oh, Mann! Da ist schon wieder so ein kleines... ja, so ein kleines Vieh, wollte ich gerade sagen. Das ist so ein dickes Monster schon wieder. Jetzt machen Abgang. Alles klar. Das war's dann für den. So, mal alles schön nachladen hier wieder. Ja, die sind jetzt eigentlich nur noch billig, die Leute, weil ist wirklich nicht schwer. Gut, die Waffen sind von dem Safe Game selber aufgepusht. Ah ne, die sind von mir. Ja, stimmt, die habe ich ja selber dann wieder aufgepusht. Trotzdem sind die sehr heftig. Ja, wegen dem... Bist du das wirklich? Nee, bin ich nicht. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dich jemals wiederzusehen. Gott, es tut mir so leid. So leid. Was ich getan habe, tut Na, mir gib so mal die Knoten. Leid. Ich hatte mir vorgegeben zu tun. Du musst ihn jetzt zurückbringen, Isaac. Du kannst das Shuttle von hier aus fernsteuern. Mach uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz. Aufgabe erfüllt, okay. Gehen wir jetzt mal in die Speichern oder wie sieht's aus? Immer noch Standby, verdammt. Achso. Notshuttle zurückrufen. Okay. Was zum Henker soll das denn? Du machst einen Riesenfehler. Das hier ist noch nicht vorbei. Glaubst du? Rettungskapsel gestartet. Crew Shuttle USG-09. Wiederhole, Shuttle hat Rettungskapsel abgesetzt. Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann das.
Darf immer noch nicht speichern. Was soll denn der Kack jetzt hier? Ich programmiere das Shuttle neu, damit wir zur Kolonie runterfliegen können. Wir sind so nah dran, Isaac. Und jetzt geh. Geh ins Shuttle. Wir treffen uns dort. Okay. So, darf ich jetzt speichern? Nur jetzt hier. Darf ich jetzt halt nicht mal speichern oder was? Sind bei immer noch. Ich will speichern. Ich will nicht da runterlaufen so. Ah, jetzt. Ja, nee, ist klar. Muss das Schiff erstmal runterkommen. Erstmal sich komplett hinstellen und alles. Bis ich erstmal weitermachen kann. Gut, dann gehen wir mal da runter. Die große Waffe. Ich weiß ja nicht, was auf mich jetzt hier vielleicht zukommt. Na? Und ansonsten muss ich sagen, das Dead Space Spiel, das habe ich ja schon so oft gesagt, aber es ist wirklich nicht schlecht. Haben sie wirklich gut gemacht. Und was ich natürlich auch gar nicht so schlecht finde, also große Ladesequenzen gibt es ja gar nicht. Also die gibt es hier null. Ja, war klar. Oh, ich habe keine Waffe, keine Munition mehr für die große. Okay, dann nehme ich die kleine. Vorläufig. So, mal gucken, ob die Tussi überhaupt noch hier ist. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich muss nichts machen. Wo ist die Frau denn jetzt hin? Oder ist ein anderes Shuttle? Nee. Hä? Ey, wie kommen die jetzt so schnell daher? Wir sind jetzt zusammen. So wie es immer schon hätte sein sollen. Ich wusste, du würdest zu mir zurückkehren. Jetzt kann uns nichts mehr auffallen. Kapitel 11. Alternative Lösung. Abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es eigentlich gibt. Ich habe keine Ahnung. 14, 15, 16? Ich weiß es nicht. Die Speicherstände waren so oder so. Ich habe, glaube ich, Speicherstand 12 oder 13 oder 14 da war das genommen. Und das ist hier Kapitel, weiß ich gar nicht, was war das? Kapitel 8 oder was? Wo wir das erste Mal weitergemacht haben, wo ich gefehlt habe. Aufgabe hinzugefügt. Achso, okay, ich soll das Teil denn nutzen, wie soll ich verstehen? Willst du mir irgendwas sagen? Ne, willst du mir nicht? Okay, das Teil brauche ich auf jeden Fall. Oh, keine Ahnung, wo die Frau ist, die da mit dem Teil weggeflogen ist. Entweder war das ein anderes Schiff, was ich nicht weiß. Okay. Oder es war was anderes. Ich weiß es nicht. Okay, wieso kommt der Marker jetzt von unten und ist eigentlich... Ach, keine Ahnung. Er war das von unten von dem Schiff runtergeladen und dann hochgeholt halt. Okay. Fertig? Gut. Auf wie geht's? Ja, es sieht natürlich auch heftig aus, wenn ich hier drüben das angucke. Das ganze Blut, was da drüben hängt. Heftig. So, dann wollen wir das erstmal machen. Erstmal hier transportieren. So, dann steht der... Uah! Nein! Oh, Mann! Oh, Alter! Gott, noch eins, hab ich mich jetzt gerade erschrocken. Mann, ich habe gedacht, sie stirbt jetzt. Ja, und nu? Okay. Ah ja, okay, der... Energie. Ja, da muss ich die Räume erstmal absuchen. Ich schätze mal, irgendwann ein Raum ist da so ein Teil.
Ah, das ist auch eine Werkbank gerade. Sehe ich gerade. Der Marker muss zur Sockelkammer zurückgebracht werden. Benutze den Verlader, um ihn herzubringen und wieder auf den Sockel zu setzen. Bring zurück, was genommen wurde und mach uns wieder ganz. Ja, keine Ahnung, was du damit sagst, aber ja. Plasma-Cutter, Reaper. Ich mach mal die Reaper-Klingen. Wir haben hier einen Schaden, dann machen wir mal den Schaden mit rein. Ist jetzt, glaube ich, auch vollkommen egal, weil ich glaube, das ist nicht mehr lange hin. Dann ist das Spiel echt durch. So. Ich nehme mal, ach, das ist oder so egal. Ich habe ja hier fast nur dieselben Medipacks. So, dann speichere ich jetzt mal. Gut, dann hätten wir gespeichert. Wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Hey, müssen wir zurück? Okay. Ja, zeigt mir... Okay, ja, das zeigt mir eigentlich nur da an, dass ich da hin muss. Das bringt mir jetzt nicht viel, wenn ich keine Energie habe. Hier ist ein Shop. Da hole ich mir gerade mal Munition. Und verkaufe vielleicht mal... mittlere Medipacks. Bei der Rubinen brauchen wir auch nicht. Stasepack kann ich mir eigentlich auch sparen. Benutze ich in dem Spiel irgendwie sehr, sehr wenig. Und hier halt, nee, das F9. Für die Strahlenmunition. Obwohl, für die Plasma-Energie könnte ich auch mal ein bisschen was mitnehmen. Komm, nehme ich auch mit.